Moin mir da und herzlich willkommen zurück zu Sea of Flame 2. Wir haben Dungeon 4 schon gemacht. In Folge 2 oder so sind wir da kurz reingerannt und dann wieder raus. Halls of Flame South. Im letzten Mal haben wir den gemacht, das war ganz easy. Aber da war definitiv noch Stuff zu holen. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Deswegen habe ich hier einfach 3 Swiftness Potions. Ein bisschen Stuff hier zur Protection und würde da jetzt gerne noch einmal einen Blick reinwerfen. So, zur... Einfach um mal zu gucken, was hier so abgeht. Na, da zum Beispiel ist was. Sieht man jetzt schon. Das war gut. Ich habe jetzt auch wirklich mal das Eisenschwert rausgeholt. Eben, für den Fall... Oha. Das sieht echt schwierig aus hier, wenn man da versucht, normal durchzugehen. Was ist hier? Hier lies Volzael, Son of Forzael, Lord of the Halls of Flame. Aha. Und was ist, wenn ich versuche, ihn zu grabschinden? Das war jetzt nicht so clever. Dann ist da Stuff drin. Rockbane. The Mountains, what? Okay. Und Wildfire. Center of Chaos. DF. Don't fucking know, oder was soll das bedeuten? Ein bisschen Angst, dass ich hier sterbe. Nicht, dass da irgendwas passiert. So. Mal gucken. Okay. Okay. Ich glaube, spätestens jetzt können wir von uns von den Steinschwertern verabschieden, wa? Das ist ja crazy. Hier kommt man ja super schnell hin. Und hier ist nochmal Potions. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Jetzt im Sinne von, okay. Krass. So, mach ich das mal so. Hol mir die Healing hier nochmal raus. What? Einfach so? Das kann auch mal hier raus. Einfach insane! Und genau, ich habe beim letzten Mal übrigens gemerkt, dass mein... Ne, der Stuff hier war voll im Arsch. Deswegen habe ich so viel Schaden bekommen. Kann ich nochmal nehmen. Wir haben davon tatsächlich ganz schön viele. Ja. Still. Hätte ich tatsächlich Lust, nochmal hier eine von denen zu nehmen. Und ja mal voller Umme durchzurennen. Zu schauen, ob ich die nicht doch irgendwas noch übersehen habe. Ein Slime. Da, da ist mein Eingang. Ja. Kann ja auch ein paar. Die Fackeln hätte ich mal platzieren müssen, ha? Ja, Tatsache. Was ist hier? Diamond Shovel. Zum Beispiel die... habe ich nicht gehabt beim letzten Mal. Ansonsten scheint hier auch... Okay. Genau, das habe ich mitbekommen. Geil, noch eine nette Shovel. Ja. Mhm. Gönnt euch. Die habe ich auch schon mitgenommen. Nein, habe ich nicht. Okay. Speed 11 Sekunden. Ja, das Problem ist ja so ein bisschen... Was man jetzt natürlich nicht so ganz weiß durch diese Aktion hier. Was ist hier noch? Übersehen wir hier noch was? Also, was ist zum Beispiel hier in diesen Towers drin? Ist hier irgendwas? Ich glaube nämlich nicht, aber
Aber ich will es gerne herausfinden, wisst ihr? Du. Können wir das lassen? Oh mein Gott. Ich weiß jetzt auch, was kaputt gegangen ist. Ich. Oh mein Gott. Ne, wir hatten diesen Sound und ich habe mich gefragt, was war das? Ja, das war die Rüstung. Okay. Ich sag mal so, Stein lohnt sich nicht mehr. Also wirklich nicht. Das dauert viel zu lang. Wir haben jetzt doch etwas besseren Stuff. Und ich glaube, damit können wir hier so ein bisschen... Ich will jetzt nicht übermütig werden, aber das wäre so krass, wenn wir so ein bisschen Blut forcen könnten, wisst ihr? Okay. Hier ist nichts, ne? Hier ist nichts drin, okay. Wenn die hier irgendwo dieses irgendein Zeug haben. Prost-Mahlzeit, oder? Also klar, die Chance besteht. Naja. Aber ich sehe jetzt nicht, warum ich das jetzt ja, in Kauf nehmen sollte. Ich meine, ich kann halt nochmal durchrennen durch die verschiedenen, durch die ganzen Reihen. Oh. Alter. Können wir aufhören, mich zu... Warum bist du nicht tot? Normalerweise nach zwei reicht immer. Man kann ja auch eigentlich ganz gut durchsehen. Bis zu diesem Zeitpunkt, interessanterweise. Wird da irgendwas aktiviert? Ja, bestimmt, ne? Muss ja. Okay, du kommst raus. Du auch, scheiß drauf. Okay, die behalte ich mal, die hier. Er geht da hoch, er chillt. Ich will nur schauen. Boah. Kann ich überhaupt nichts sehen? Ah! Ja, ganz ehrlich, ey, dann ist da halt oben irgendwas. Oder? Fuck it. Da sind die. Ha, das müssen wir jetzt nicht uns angucken. Ja, jetzt mal ohne Flachs, hier ist nichts mehr. Ich würde mich extrem wundern. So, jetzt frage ich mich nur. War das jetzt so schlau, was ich hier getan habe? Schnell. So. Hä, wo ist denn mein Eingang? Zu der Bahn? Oder war die hier? Nee, es macht doch keinen Sinn. Alles gut, ich lass. Ich mache einfach, ich gehe einfach zurück, weil ich glaube, ich hatte ja auch hier meinen. Bin ich hier schon alles Zeug rausgeholt? Ich glaube nicht. Nein. Okay, jetzt übertreibt man nicht. So. Ja, cool. Jetzt habe ich meinen Eingang schon nicht gefunden, keine Ahnung. Aber gut, das ist auf jeden Fall wirklich der Dungeon gewesen. Also wir haben jetzt noch krasses Zeug als Ausrüstung bekommen. Dass, wenn ich das verliere, ich echt pisst bin. Gut, ein paar Tränke getrunken, aber dafür auch noch 10 neue dazu bekommen. Warum ist immer... Das ist immer ganz komisch bei dem Spiel, also bei der Version auch. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Versionen auch war, aber das... Manchmal irgendwie ich an einer anderen Position quasi rauskomme, wenn ich
E drücke und dann nochmal E. Also ins Inventar gehe und dann wieder raus. Ja, das war wild, ha? Okay. Schnell durch den Dungeon durchgerusht. Aber die waren an sich ganz interessant. I guess. So, hier müssen wir noch nicht lang. Zum Glück, Fragezeichen. Was ist hier? Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Ich kann das hier so schon mal vernünftig machen. Rage Shadow Citadel. Okay. Whatever you say, man. Bin auf jeden Fall schon mal ein großer Fan davon. Ey, ohne Spaß, wenn ich in Lava fall, bin ich halt im Arsch. Ich hör auf. Ja, das Ding sieht auch nicht lustig aus. Also dadurch, wenn wir da durchkommen, dauert noch ein bisschen. Das nervt nie wieder die ganze Zeit, wa? War das ein Ja? Das war ein Ja, oder? Okay, also echt, wir dürfen wirklich nicht in die Lava fallen. Gibt es irgendwelche Potions gegen, also irgendwelche Lava? Oh Gott. Safe Potions. Müssen wir nur die Lohn noch besiegen und dann ins Ende vielleicht? Das wäre auch lustig. Fire Resistance. Dein Ernst? Fire Resistance Potions, gibt's sowas? Naja. Okay. Ich schau mal, wie ich mich hier so ausrüste und dann gucken wir mal, dass wir in, dass wir Dungeon 5 gehen. Ich weiß ja, wo der ist. Ich weiß ja, wo der ist. Aber. Also bis gleich. Ich sag, wie es ist. Ich sehe mich da noch nicht. Ich sehe mich noch nicht dabei, die Sachen jetzt zu nutzen. Also hier, ich habe mir jetzt die Eisenschwerter 2 eingepackt und hier die Stone Pickaxe benutze ich noch, die Golden Pickaxe. Aber ich habe so, also da hätte ich jetzt echt viel zu viel Schiss mit zu sterben. Also ich schaue nochmal, ich habe mir jetzt hier noch zweimal, ich habe mir noch ein bisschen mehr Rüstung gemacht. Aber komm, oder? Ey, komm. Das ist ganz schön, das ist gar nicht so ohne. Und das ist jetzt hier kein Problem für uns, das hier kurz ein paar mehr Fackeln zu machen. Ich denke mir immer so, ah shit, wir haben fast keine Fackeln mehr. Und dann merke ich immer so, ja, aber ich mach dir doch welche, du Nase. Also daran liegt es jetzt nicht, das ist, hier, die Arrows sind immer das Problem, aber Fackeln sollten es nicht sein. Ja, komm, ich versuch's. So, ihr wisst ja auch, wo Dungeon 5 ist, nehme ich an. Hier. Können uns jetzt echt immer ganz gut, don't blow it, ey. Können uns jetzt echt immer ganz gut ausrüsten, ne? Also muss man einmal sagen, daran kann es einfach nicht mehr scheitern jetzt. Wir haben so viel. Über uns ist Lava. Das mag ich schon mal nicht. Also. Oder. Nee, über uns. Ah. I see. Don't blow it. Because there's Lava everywhere. Okay. Nur so als Frage. Okay. Beantwortet meine Frage. Huch! You stupid or something? Okay, ich wusste, dass Minecraft-Mobs mit der Zeit schlauer geworden sind. Aber was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass die da einfach so reinrennen. Das ist echt ein ungünstiger Start hier in das Ganze. Ich habe gerade auch von Lava geredet, ne? Hä? Als ob die da einfach reinrennen. Die Lemminge. Als ob.
Das ist nicht wahr. Das ist wirklich nicht gut gerade. Als ob ich mich jetzt hier drin eingesperrt habe gerade. Okay, das war auch nicht so clever. Alter, kannst du aufhören, dich zu bewegen? So, kurze Auszeit. Da ist der Übeltäter. So. Okay. Schadensbegrenzung. So. Jetzt kommt man hier rüber. Da geht's noch weiter, okay. Hier nicht. Hier geht es nicht weiter. Okay, ich sag schon, wir sind schon ziemlich weit im Part, also... Dann sage ich einfach mal, danke fürs Zusehen und beim nächsten Mal, ja... Mal schauen, was beim nächsten Mal... Wir brauchen hier auf jeden Fall Stuff zum... Stuff zumachen. Okay, hier ist nichts, das ist okay. Da ist immer noch ein Creeper-Spawner. Also wir sehen uns, bis dann! Ciao, menü!